Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Friedrich Bauer Biomedcenter Bayreuth. Im heutigen Video zeige ich Ihnen das Einfrieren von Zellen. Um Zellen langfristig zu lagern, müssen Sie in sogenannten Cryotubes in einem speziellen Frostschutzmittel in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius gelagert werden. Den Vorgang des Zelleneinfrierens möchte ich Ihnen in diesem Video näher bringen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Video. Hier haben wir eine Zellsuspension von adhärenten Zellen. Diese wurde durch eine Passage gewonnen. Wie man Zellen passagiert, können Sie sich in vielen anderen Videos auf unserem Kanal ansehen. Nach der Passage werden die Zellen gezählt und die gewünschte Menge zum Einfrieren entnommen. Anschließend muss diese Lösung zentrifugiert werden. Die Zellsuspension wird bei 200 G bei Raumtemperatur für 5 Minuten zentrifugiert. Nach der Zentrifugation befinden sich die Zellen im Pellet. Um sie fürs Einfrieren vorzubereiten, muss zuerst das alte Medium dekantiert werden. Als nächstes werden die Zellen in einem speziellen Einfriermedium resuspendiert. Dieses Einfriermedium enthält Sucrose, das zellschonend wirkt, und DMSO, das als Frostschutzmittel fungiert, damit sich keine Eiskristalle bilden, die die Zellmembran zerstören. Zellen werden durch mehrmaliges Auf- und Abpipettieren resuspendiert. Es empfiehlt sich, eine Zellkonzentration von 1 bis 3 Millionen Zellen pro Milliliter zu haben. Anschließend werden die kompletten Zellen entnommen und in spezielle Kryoröhrchen gegeben. Pro Kryoröhrchen wird 1 Milliliter Zellsuspension eingefroren. Auf jedem Kryoröhrchen befindet sich die wichtigen Informationen zur jeweiligen Zellart. Die Tubes mit den Zellen werden anschließend in einen speziellen Cell Freezer gegeben. Der Cell Freezer sorgt für ein kontrolliertes Einfrieren der Zellen und reduziert die Temperatur der Flüssigkeit um 1 Grad Celsius pro Minute. Die Zellen werden jetzt im Gefrierschrank bei minus 26 Grad für 24 Stunden eingefroren und anschließend in die Dampfphase von flüssigem Stickstoff überführt. Nach 24 Stunden bei minus 20 bis 26 Grad können die Zellen in die Gasphase des flüssigen Stickstoffs überführt werden. Das war das Einfrieren von Zellen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.